Ach, und willkommen zurück zu Let's Play Sly Raccoon. Und ja, haben wir jetzt alle Schlüssel? Ne, wir müssen noch einen suchen gehen. Also das suchen wir nochmal, dass ein Level dort oben geht. Das ist ja ganz einfach, wo wir da lang müssen. Gehen wir einfach hier lang. Ich habe schon mal das 5 Eisen dort. Kommen wir jetzt hoch? Ja, gut. Ich nehme mal schnell die Tür kaputt. Und dann... Oder waren wir in den Level schon? Select drücken. Doch, wir waren dort schon. Okay. Also, müssen wir jetzt wohl doch den Schlüssel holen, ne? Also, dort. Oder? Ah, wir haben überall die Schlüssel. Ja, okay. Dann müssen wir noch dieses, nur durch dieses Rohr hier. Und dann die Schlüssel in die Kanone reinstecken. So. Hey. Also, ich stehe jetzt drauf, ne? Zack. Das Leben mitnehmen können, aber das geht auch so. Ja, bestimmt. Dort rein Teleport reingeschmissen oder einfach nur dort ran. Okay, das Auge des Sturms. Vielleicht der Endboss. Entzückend. Wir haben Besuch. Da ist nur ein Problem. Ich hasse ungebetenen Besuch. Rally, du tötest meine Familie, stehlst mein Eigentum und rechnest nicht mit Besuch? Oh, ich bin untröstlich. Wie schlampig von mir, den Job nicht zu beenden. Wir hätten dich selbstverständlich mit umpusten sollen. Lass mich das ohne Umschweife wieder gut machen und mich zu einer gigantischen Größe aufblasen und dich wie einen lästigen Käfer zerquetschen. Na dann los. Danke. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Müssen wir einfach hauen? Nee, das bringt nicht. Möchte, ne? Zunge. Ah ja, jetzt bestimmt, ne? Ey. Mist. Ah, ich wollte da so ganz cool durch und durch gehen, aber ich hing dann da noch. Drei Leben habe ich noch. Ah ja, okay. Warum blinken die anderen? Oh mein Gott. Na gut, hat man ja gerade eben schon so gemacht. Bäh. Wieder hier runtergeschlagen. Schon wieder andere Felder rot? Nee, jetzt sind... Ach, jetzt gehen die unter, wo er drauf war. Ist ja lustig. Oh nein, jetzt habe ich deswegen verloren. Ey. Boah. Scheiße. Okay, na jetzt mal mit anstrengen. Geh weg. Sieht aus wie so ein Puh. Ich quäl meinen Puh aber nie so. Die Kameraeinstellung leider nicht so verändern, wie ich das möchte, aber egal. Ich meine, Puh ist jetzt nicht giftgrün. Nein, er ist noch kackbraun. Mein Kackpuh. Wenn wir einmal durch sind, dann macht er sich klein. Ne, ne. Oh, Lacker. Lacker. Gut.
mach dich mal wieder klein. Jawohl. Okay, einmal noch. Das hat man ja wohl schaffen. Ne? Okay. Jetzt macht das wieder vor, das finde ich so ein bisschen besser. Das war ein fieser Move, damit habe ich jetzt da gar nicht gerechnet. Oh, nochmal. Okay. So. Okay, hätte ich jetzt nochmal ein geiles Hufeisen, ne? Wenn ich das jetzt nicht gewinne, also wenn ich jetzt nochmal verliere, also wieder komplett aus dem Level raus muss, dann hole ich mir schnell das Hufeisen. Bäm! Ich sterbe direkt, wenn ich ins Wasser fliege. Ich bin ja auch ein Waschbär, ne? Ein Kackfrosch, ein Kackpuh. Oh, ich wusste es. Ich hätte doch noch kurz warten sollen. Na toll. Na egal. Jetzt bestimmt, ne? Ja. Bäm! Die andere Plattform getreten. Okay, kann ich mich irgendwie ducken? Hör auf! Scheiße. Ach, ich hab gedacht, ich bleib dort gleich stehen. Oh Mann, jetzt hab ich verloren. Das war jetzt auch ein bisschen dumm angestellt. Okay, ein Versuch habe ich noch. Ich lasse dann das komplette Spiel vorbei. Wer? Ich hoffe, es haut mich nur aus dem Level raus, wenn er jetzt von vorne anfängt. Oh, ich wollte schon sagen, das wäre... Okay, nur meinst du nicht das Scheiß-Hufeisen. Dann strengen wir uns einfach mal an. Ich hab gedacht, dass ich da einfach stehen bleiben muss, aber anscheinend muss ich rüberspringen. Aber egal, wusste ich ja nicht. Ist auch egal, schaffen wir schon. Ich kann jetzt übrigens Videos über 15 Minuten hochladen, also kann auch mal ein Part mit Überlänge kommen. Yay! Aufpassen. Oh Gott. Du hast mich besiegt. Nun, wenn's dir Spaß macht, Sly Cooper. Mugshot, mein skrupelloser Komplize in Utah, macht Kleinholz aus dir. Du wirst sehen, Mesa City ist so gut bewacht, dass keine Schlange hineinkäme, ohne den Alarm. Raleighs Teil des Buchs des Meisterdiebs enthielt Anweisungen Ryuichi Coopers zu seinem legendären Ninja-Turmsprung. Damit hatte er mühelos in die Schlösser des feudalen Japan einbrechen können. Von Raleighs Boot runterzukommen war schwierig, da Inspektor Fox eingetroffen war, die, als ich weg war, Raleigh und seine Crew hochnahm. Die Sturmmaschine war außer Betrieb. Die Boote fanden ihren Weg zurück und das Rätsel des Waliser Dreiecks war gelöst. Wir blieben noch eine Weile in England, genossen das Wetter und machten uns dann auf den Weg nach Hause, in Erwartung unseres nächsten großen Coups. Ich war so frei, deinen Einsatzplan an die Wand zu hängen. Mit seiner Hilfe kannst du direkt zu den Ebenen gelangen, die du bereits besucht hast. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal 20 Minuten Part. Dann schaffen wir ein bisschen mehr. Ah ja, drücken, um Mission zu starten. Okay. Ich war schon lange nicht mehr in den USA. Mugshot war der nächste auf der Liste. Nicht besonders helle, aber muskelbepackt.
Es stellte sich heraus, dass er nicht immer so gewesen war. Er wuchs als dicklicher Stromer auf, der Weichling der Nachbarschaft. Die einzigen Freunde, an die er sich wenden konnte, waren die Helden aus dem Fernsehen. Besonders die Gangster hatten es ihm angetan. Den Rest seiner Jugend schuftete er hart, um an das Ziel seiner Wünsche zu gelangen, angetrieben von seiner Gier nach Macht und Respekt. Es kostete ihm jede Menge Schweiß, diesen Traum zu verwirklichen. Er wurde zu einem hartgesottenen, straßenerprobten, eiskalten Gangster und sorgte so dafür, dass niemand mehr ungestraft auf ihn herumhacken oder ihn herumschubsen würde. So, in Mesa City hat er sich verkrochen. Ich wollte schon den Klatschstreifen weg. Steiniger Schall. Achso, da können wir das Level noch machen. Und dann passt das von der Länge her. Ich werde gerne noch Flaschen hier mitnehmen. Mit meinen vier hoch müssen, ja genau, die Münzen einfangen. Okay. Irgendwas ist passiert. Wo sind die alle hin? Keine Ahnung, aber so langsam bekomme ich Angst. Was meinst du? Machen wir uns aus dem Staub? Spielverderber. Übrigens, ich möchte den neuen Kniff probieren, den ich aus Rallys Teil im Buch des Meisterdiebs gelernt habe. Du meinst den Ninja-Turmsprung? Ja, tu mir den Gefallen und lies die Anweisungen noch einmal vor. Um sicher auf winzigen Punkten zu landen, springe lebhaft in die Lüfte und drücke bald das Auslösegerät, das mit dem runden geometrischen Objekt beschrieben ist. Springen und Kreistaste drücken, um auf engen Plätzen zu landen. Das ist eine grobe Übersetzung. Oh ja, also das können wir jetzt machen. Oh, ich klatsche noch schnell weg. Ein paar Flaschen einsammeln, vielleicht schaffen wir das ja wenigstens mal mit dem Level hier. So, die fünfte. Da sind auch immer zwei drin, ne? Ja, genau. 7 von 40. Im Prinzip ist es ja, sind Level ja auch relativ kurz, also die könnte ich schon nochmal so umgehen. Oder ich spule das dann halt kurz vor. Mal gucken. Mein Gott. Warte, ich kann ihn nicht töten. So. Wir sind... Muss ich jetzt hier lang? Oder auf das... Das kann ich jetzt kein Pfundelsprungbett nehmen, ja? Ja. Ich würde mal sagen, dass ich erstmal hier lang gehe. Weil hier kann ich bestimmt noch ein paar Flaschen holen. Ab hier ist es übrigens neu, weil leider bin ich als Kind nie gekommen so richtig. Also wo ich noch das auf der PS2 gespielt habe. Bin jetzt immer noch ein Kind, aber wisst was ich meine, wo ich halt viel jünger war. Okay. Ach, jetzt hängen ja schon Autoreifen. Beim letzten Mal waren es noch Schwimmreifen. Ist egal. Oh ja, wir haben ja ein Hufeisen und da ist wieder so ein Hüter. Okay, das wusste ich. Ich glaube, bis jetzt haben wir noch nichts übersehen, was die Flaschen angeht. Neueste Hightech-Alarmanlagen. Elektronische Bodensensoren. Tritt darauf und du bist Geschichte. Netter Gedanke. Solange sie leuchten, kannst du sie problemlos betreten. Aber sie schalten schnell auf einen anderen Sektor. Okay, Checkpunkt. Hier ist ein Tresor. Ich weiß, hier kann ich einen Kreis hoch. Okay. Also ich darf jetzt bestimmt nicht. Das. Okay. Ach du Scheiße. Oh. Schwer Verbrecher wollte mir gerade sein. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, sein
Mit Bullenkugel, was das sein sollte, ins Gesicht drücken. Okay, noch mehr Flaschen. 26, eigentlich haben wir jetzt bis jetzt eigentlich alles gesammelt. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ah, glaube ich, einfach mal einen aufs Maul. Okay, das sind solche Stampfer. Okay, das ging ja noch. Toll wäre natürlich wär ein Weisen gewesen oder ein Glücksbringer und ich habe gerade noch mein Leben verloren. Fällt das hier runter? Ich möchte es eigentlich nicht probieren. Ja, dich habe ich schon gesehen, Freundchen. Also, 29. Das ist ja... Oh, und 2. Okay. Der Bowling-Kugelmann wieder. Ah, das war ein bisschen klar. 30. Das ist ja auch toll hier. Und ja, diese Sensoren. Ah ja. Boah. Glück gehabt, bei ruhig. Also der Schlüssel, aber ich möchte ja eigentlich noch gar nicht durch, sondern ich möchte noch mal schnell suchen. Hier müssten ja irgendwo noch so ein paar, ach ja genau, Flaschen sein. Ja, werf ihn schon mal rein, aber ich muss noch gar nicht durch. Oh, hier muss ich auch noch nicht. Okay, jetzt auch noch mal ein paar Gammelflaschen. Okay, mir habe ich jetzt wirklich nicht gefunden. Hm, naja, dann. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part.